Ja, Sie sehen jetzt nicht den gewohnten Film, sondern mich als Moderator. Mein Name ist Erik Zotscher von der Finance-Redaktion FAZ Business Media. Und ich warte, bis Sie jetzt so langsam hier in den Raum kommen. Wir haben jetzt etwas Sonne hier in Frankfurt. Ich hoffe, bei Ihnen in den Homeoffices ebenfalls. Sieht doch besser aus als ein trüber Himmel wie in den letzten Tagen. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserem Roundtable-Workshop Currency Overlay als Teil des Währungsmanagements. Um Währungsgeschäfte abzusichern, greifen die meisten Unternehmen zu einer statischen Absicherung, was allerdings gewisse Nachteile mit sich bringt. Man ist weniger flexibel, es ist auch nicht unbedingt günstig. Sinnvoll kann es durchaus sein, die Risiken zu diversifizieren, auch dynamische Elemente in das Währungsmanagement mit hineinzunehmen. Einen sogenannten Overlay, Currency Overlay, ist das möglich. Wie das in der Praxis genau funktioniert, das werden wir jetzt erfahren anhand eines Unternehmensbeispiels. Ich begrüße zunächst Herrn Jürgen Zedelmeier von der Hillerbar, dort für Corporate Sales zuständig, und unseren Referenten Thorsten Bohn von der Wacker Chemie, Vice President Corporate Finance und Insurance. Das Thema Währungsmanagement ist dieses Jahr besonders aktuell. Wir haben hohe Volatilitäten an den Devisenmärkten, gerade bei Emerging Markets, und sind deshalb sehr interessiert, Herr Bohn, wie Sie das bei Wacker Chemie jetzt gelöst haben. Sie haben, wenn ich es richtig verstanden habe, ein ergänzendes Modul, also ein ergänzendes Overlay-Management implementiert und damit Ihre weiteren Sicherungsmaßnahmen ergänzt. Bitte, Herr Bohn. Ja, vielen Dank, Herr Tschotscher. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen und danke, dass Sie sich für unsere Arbeit interessieren. Vielleicht am Anfang noch ein paar Worte zu mir selbst. Mein Name ist Thorsten Bohn. Ich bin nach dem Mathematikstudium zur Siemens AG in den Finanzbereich gegangen und habe dort meinen Berufseinstieg gefunden und bin danach zur Wacker Chemie gewechselt und dort seit vielen Jahren als Leiter Cash und Financial Risk Management tätig. Mit meinem Team bin ich da neben den FX- bzw. Devisenmanagement-Themen auch verantwortlich für Geldanlage, Disposition, Liquiditätsplanung, Zahlungsverkehr, Netting sowie die Treasury-relevanten IT-Produkte, die auch in meinem Team dann betreut werden. Neben dem Devisenmanagement haben wir natürlich im Riskmanagement auch die Themen Zinsen und in Teilen auch das Thema Rohstoffe, wenn es sich um banknahe Produkte handelt, wie zum Beispiel Edelmetallleihen, die wir für unsere, die Edelmetalle für unsere Katalysatoren benötigen. Nachdem ich jetzt etwas über mich gesagt habe, würde ich jetzt überleiten und zwei, drei Worte zur Wacker Chemie verlieren. Wir sind ein weltweit tätiges Unternehmen mit hochentwickelten chemischen Spezialprodukten, die sich eigentlich in unzähligen Dingen des täglichen Lebens wiederfinden. Die Bandbreite reicht vom Kosmetikpuder bis zur Solarzelle. Unser Produktportfolio umfasst mehr als 3.200 Produkte, die wir in über 100 Länder liefern. Wir sind 1914 gegründet von Dr. Alexander Wacker, sitzen in München, haben einen Konzernumsatz von ungefähr 5 Milliarden Euro und das Ganze bestreiten wir mit 14.700 Beschäftigten. Seit 2006 sind wir dann auch börsennotiert, aktuell im MDAX. Wir haben kein Konsumergeschäft, sondern beliefern nur Geschäftskunden. Deshalb würde ich an ein paar ausgewählten Beispielen Ihnen vielleicht auch noch mal näher bringen, welche Produkte die Wacker Chemie produziert. Unser wichtigster Geschäftsbereich und größter ist der Silikone. Etwa 70% von unserem Umsatz basieren auf Produkten, deren Grundstoff Silizium ist, der Rest ist Ethylen. Die Silikone als größter Geschäftsbereich sind in vielen Dingen wiederzufinden, bei Automotive, all diesen Anwendungsbeispielen, die Sie hier auf diesen Kacheln sehen können. Vielleicht zwei Beispiele mal rausgegriffen. Eins wäre der Silikonkautschuk für die Airbag-Beschichtung oder aber auch ganz praktisch hier ganz rechts im Bereich Consumer Care zu finden.
die tägliche Zahnpflege. Da steuern wir die pyrogene Kieselsäure bei. Die sorgt dafür, dass die Zahnpasta nach dem Auftragen auch noch steht und nicht zerfließt. Also Sie haben täglich eigentlich mit Wacker zu tun, von früh bis abends. Zweitgrößter Geschäftsbereich sind die Polymere. Da sind wir wie in vielen anderen Dingen auch Weltmarktführer. Unsere Dispersionen und Dispersionspulver sind Grundlage für Klebstoffe, sorgen für Haftung auf Fassaden oder auch Teppichrücken sowie unterstützen beim Vermengen von Pigmenten, von Farben. Als Beispiel für diesen Geschäftsbereich wäre der Fliesenkleber zu nennen, der dafür sorgt, dass Ihre Fliese an der Wand bleibt. Dritter Geschäftsbereich ist der Geschäftsbereich Polysilizium. Das ist der wichtigste Rohstoff zur Produktion von Solarzellen, der durch seine Leitfähigkeit aber auch unverzichtbar für die Elektronik ist, beziehungsweise Mikroelektronik. Deshalb sehen Sie dann hier auch diese Bereiche Semiconductor beziehungsweise Renewable Energies. Kleinster Bereich ist der Bereich Biosolutions. Da sind wir unterwegs und tun auf der Basis innovativer biotechnologischer Prozesse maßgeschneiderte Komplettlösungen für Wachstumsbereiche wie Lebensmittel, Zusatzstoffe, Pharmawirkstoffe oder Agrochemie anbieten. Das wäre im Schnelldurchgang einmal die Wacker Chemie mit ihren Produkten. Da kann man nochmal den Aufriss auf die einzelnen Geschäftsbereiche sehen. Und jetzt muss ich kurz warten, da die Wacker Chemie erzielt ungefähr 84% ihres Umsatzes außerhalb Deutschlands. Das führt uns zum Thema, warum wir uns hier getroffen haben, um zum Thema Devisenmanagement uns etwas auszutauschen. Da habe ich Ihnen den Geschäftsbericht der Wacker Chemie mitgebracht. Dort findet man sehr schön ausformuliert. Bin mir nicht ganz sicher, ob die Folie wieder verschwindet. Ja, alle zurück. Entschuldigung, aber das ist mit dem Zeitversatz etwas sensitiv für mich. Jetzt ja. Also, im Geschäftsbericht haben wir für 2019 erläutert, neuer Versuch. Das größte Risiko besteht gegenüber dem US-Dollar. Das finden Sie etwa auf der Mitte der Folie. Dann weiter unten steht, das Währungsexposure lag zum 31. Dezember 2019 bei 435 Millionen Euro. Das bedeutet, wir ermitteln ein Währungsexposure wie jeder andere auch, indem wir die Auszahlungen in US-Dollar mit dem Einzahlungen in US-Dollar netten. Es bleibt ein Delta von 435 Millionen Euro Gegenwert übrig. Und zwar sind wir US-Dollar long, das heißt, wir haben mehr Einzahlungen als Auszahlungen. Und dieses Risiko ist für uns ein, oder das Risiko nicht, der Umsatz ist was Schönes, aber das sich daraus ergebende Währungsrisiko ist für uns ein wichtiges, welches wir im Devisenmanagement auch behandeln wollen. Und dafür haben wir uns folgende Systematik überlegt. Ausgehend aus unseren klassischen Überlegungen, die man im Risikomanagement immer anstellt, im Rahmen eines Risikoregelkreislaufes nach Risikoinventur, dann Risikoanalyse und Quantifizierung, Risikostrategie, Umsetzung sowie Kontrolle und Berichte, haben wir uns für diesen Standardsicherungsansatz entschieden, den Sie auf der linken Seite sehen. Den haben wir seit vielen Jahren in dieser Art und Weise mit abgestuften Ausprägungen im Einsatz. Wir unterscheiden in eine operative und strategische Sicherung. Die operative Sicherung basiert auf einem Exposure, in dem sich die bereits gebuchten Forderungen und Verbindlichkeiten befinden. Mit den Laufzeiten der Sicherungsgeschäfte orientieren wir uns an den Laufzeiten der eingebuchten Forderungen und Verbindlichkeiten. Also wir liegen da bis zu 3 Monaten. Als Währungen, die wir sichern, sind es US-Dollar, Japan, Yen, Renminbi, Pfund, Austral-Dollar und indische Rupie. Und wir können dort zwischen 25% und 100% des jeweiligen Exposures absichern. Diese Sicherungsgeschäfte, die wir im Rahmen der operativen Sicherung eingehen, gehen mit ihren positiven wie negativen Marktwerten sofort durch die G&V. Der zweite Bestandteil ist die sogenannte strategische Devisenkurssicherung. Da haben wir als Exposure unseren Umsatz RF, das heißt noch nicht realisierte Umsätze in der Zukunft, die aber sehr sicher eintreten werden. Da gehen wir zusätzliche 12 Monate mit einer Quote von 50% in die Zukunft. Gesichert werden hier allerdings nur die US-Dollar, weil die anderen Währungen im Vergleich dazu einen geringeren Einfluss auf die auf das Ergebnis der Wacker Chemie haben. Hier verfolgen wir einen sehr statischen Sicherungsansatz. Das heißt, jeden Monat wird eine neue Scheibe hinten dran gehängt. Das heißt, es ist zwar rollierend, aber es ist
immer 50% und wir haben so in Summe immer einen Gesamtsicherungshorizont von 15 Monaten. Die 3 Monate im operativen Bereich und darauf anhängend nach hinten hin 12 Monate, sodass wir auf 15 kommen. Als Kurssicherungsinstrumente benutzen wir ganz klassisch Devisentermingeschäfte und Devisenoptionsgeschäfte. Wichtig ist uns, dass wir jederzeit für alle unsere Produkte, die wir einsetzen, einen Marktwert ermitteln können und so nicht auf Bewertungen von Banken oder anderen Dienstleistern angewiesen sind. Deshalb finden Sie bei uns auch nur Plain Vanilla Geschäfte, ein einfaches Termingeschäft, kein TARF oder andere Sachen. Einfache Plain Vanilla Optionen, gerne auch mit einem Stillhalter, aber nicht also nicht Compound Optionen, Late Delivery, solche Dinge setzen wir. Jetzt einmal zur nächsten. Im Rahmen unseres Standardsicherungsansatzes, gerade in der operativen Sicherung, Entschuldigung, kam gerade eine Fehlermeldung, jetzt bin ich wieder da. Im Rahmen unserer operativen Sicherung hinterfragen wir uns auch immer wieder, ob die Vorgehensweise, die wir haben, auch wirklich die Ergebnisse bringt, die wir gerne haben wollen. Sie haben gesehen, wir haben in der operativen Sicherung Freiheitsgrade im Sicherungs, in der Hedge-Ratio von 25 bis 100%. Und an diesem Schaubild habe ich Ihnen mal beispielhaft mitgebracht, welche Überlegungen wir uns da hingeben. Das Blaue ist der Euro-Dollar im Zeitverlauf. Es ist jetzt nicht ersichtlich, in welchem Zeitraum das ist, aber es soll auch nur die Systematik darstellen. Im Hintergrund die orangefarbenen Berge sind unser sich im Zeitverlauf änderndes US-Dollar-Exposure. Und vorne grau, was das Ganze abdeckt, sollen die Sicherungsgeschäfte sein, die für diesen für dieses Exposure abgeschlossen sind. Das heißt, was man jetzt noch von dem orangen Gebirge hinten sieht, sind die ungesicherten Positionen. Jetzt ist in der perfekten Welt, wenn wir alles ganz super machen den Markt genau beobachten, würden wir in diesen Phasen, wo der Euro steigt und der Dollar immer schwächer wird, würden wir hier nichts Orangefarbenes mehr sehen, weil wir mit Sicherungsquoten von 100% das gesamte Risiko eines stärkeren Euros abfangen würden. Und in der Bewegung, die sich nach hier unten abzeichnet, wo man sieht, dass der Dollar immer stärker geht und der Euro dementsprechend schwächer ist, würden wir gar nichts Graues mehr sehen, weil dann würden wir die gesamte positive Währungsentwicklung für uns partizipieren, oder an der könnten wir partizipieren. Die Analyse, die wir gemacht haben, zeigt aber, dass wir das so nicht haben. Auf eine lange Sicht orientieren wir uns meistens immer an einer 50% Sicherungsquote, was so in etwa die risikoneutrale Position ist, die Möglichkeit lässt, an positiven Kursen zu partizipieren, aber doch mit einer gewissen Sicherungsquote doch an gegen negative Entwicklungen abgesichert zu sein. Und unsere Frage war jetzt die, kann man das verbessern? Kann man an positiven Entwicklungen partizipieren, ohne dabei aber den Sicherungsschutz aufzugeben, ohne dabei aber die Kosten aus den Augen zu lassen? Und wir haben uns dann im Jahre 2018 dann dafür entschieden, einen Versuch zu starten mit einem Overlay-Management und jetzt gehe ich nochmal eine Folie zurück und haben das Overlay-Management für uns als Produkt genommen, was sich zwischen einem Devisentermingeschäft und einem Devisenoptionsgeschäft positioniert, welches vor allen Dingen die Sicherungsentscheidungen anhand eines systematischen und regelbasierten Ansatzes generiert und daraus Sicherungsquoten ableitet, und die werden dann mit Standardgeschäften wie einem Devisentermingeschäft wiederum umgesetzt. Wir sehen das Overlay bei uns als Ergänzung zur operativen Devisenkurssicherung und haben es als Erweiterung unseres Werkzeugkastens in der Sicherung gesehen. Jetzt war uns auch noch wichtig, dass wir auch in irgendeiner Art und Weise einen Benchmark für das eigene Handeln bekommen. Und das liefert das Overlay auch. Also wir können unsere eigenen Sicherungsentscheidungen, unser eigenes Sicherungsergebnis auch damit benchmarken, was ein Overlay, sprich ein externer Dritter als,
als Ergebnis erzielt. Und das war uns auch noch wichtig, dass wir da neben den klassischen Benchmarks wie Werterhalt, Plankurse, andere Dinge auch nochmal eine Benchmark aus einem aktiven Management bekommen. Und an dem Punkt habe ich jetzt schon viel geredet und dankenswerterweise haben wir einen TED eingeplant, sodass Herr Czocza den jetzt übernehmen könnte und mir ein Glas Wasser genehmigt. Ja, vielen Dank, Herr Bohn. Das war schon mal sehr interessant. Genau, Sie haben gezeigt, die grauen Bereiche und die weißen Bereiche wird man gerne wegbekommen, um zu profitieren, beziehungsweise um weniger auszugeben für die Sicherung. Dazu haben wir jetzt eine TED-Umfrage vorbereitet und fragen Sie, ob Sie bereits im Unternehmen entscheidungsunterstützende Modelle verwenden, um eben zum richtigen Zeitpunkt die richtigen und nicht zu viele Sicherungsgeschäfte abzuschließen. Ich starte jetzt hier mit der Umfrage und Sie haben eine Minute Zeit, das auszufüllen. Kreuz es rechts an dem Feld. So, zeigt sich schon ein gewisser Trend ab. So, dann schließe ich jetzt die Umfrage und zeige Ihnen das Ergebnis. Also doch relativ viel, also fast die Hälfte der Befragten hat bereits solch eine Technologie in ihrem Unternehmen im Einsatz. Dann würde ich direkt die nächste Frage anschließen. Und zwar bei diesen entscheidungsunterstützenden Technologien kommen oft externe Dienstleister zum Einsatz. Und deshalb die Frage an Sie, wie stehen Sie einer Zusammenarbeit mit einem externen Spezialisten im FX-Management gegenüber? Wir starten mit der Befragung. Und sind gespannt, wie Sie hier antworten. Halten Sie eine solche Zusammenarbeit für sehr wichtig, eher wichtig, weniger wichtig oder überhaupt nicht wichtig? By the way, während die Befragung läuft, Sie können auch immer wieder Fragen im Chat rechts bei den Fragezeichen stellen, wenn Sie an einen der Referenten, jetzt Herr Bohn, aber auch an Herrn Selmayr später Fragen haben. Ich greife die Fragen dann auf und gebe sie an die Experten weiter. Also es kommen noch Antworten herein. Und dann würde ich jetzt die Umfrage schließen und Ihnen das Ergebnis zeigen. Eher wichtig, 42%, also doch eine deutliche Mehrheit. Die solch eine Zusammenarbeit, also Mehrheit, gut, wenn mal, wenn man die keine Angaben herausrechnet, dann ist es für eine Mehrheit eher wichtig oder sehr wichtig. Für etwas, für ein dickes Drittel weniger wichtig. Ja, es war ganz interessant. Herr Bohn, vielleicht ein Kommentar dazu schon an der Stelle. Ansonsten würde ich Sie bitten, fortzufahren. Ja, gerne. Also Kommentar, dass sich heute gerade aus der Vergangenheit heraus, wo wir sehr, sehr hohe Zinsdifferenzen, daher hohe Kosten beim Hedging haben, sich viele mit dem Thema Currency Overlay auseinandersetzen und dafür interessieren, ist, glaube ich, in der aktuellen Situation durchaus nachvollziehbar. Denn
Auf der anderen Seite, die letzte Frage zeigt auch, dass es schwierig ist. Die Hälfte sagt, man holt sich externe Unterstützung. Die andere Hälfte sagt eher nicht. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Punkt, an dem wir auch vor 2 Jahren standen. Inwieweit können wir die Dinge aus der Hand geben und inwieweit nicht? Weil letztendlich die Verantwortung für das Ergebnis trägt immer das Unternehmen beziehungsweise der verantwortliche Unternehmen für die Währungssicherung und nicht derjenige, der das Overlay betreibt, weil man kauft ja nur eine Dienstleistung letztendlich ein. So, dann würde ich weitergehen und Ihnen an 2, 3 Folien darstellen, warum wir oder was wir an der Helabar gefunden haben. Hier ist nochmal das Produkt erwähnt, über das wir jetzt die ganze Zeit sozusagen geredet haben. Wir haben uns dann entschieden, wir wollen einen Overlay einsetzen, haben uns die Overlay-Anbieter angeschaut und haben uns dann für das Helabar Invest Currency Overlay Management Produkt entschieden. Wobei bei uns ist es eigentlich immer nur das Overlay, das es von der Helabar ist. Das thematisieren wir eigentlich gar nicht mehr so oft. Das wird die Helabar nicht so ganz gerne hören. Aber wenn wir drüber reden, ist es immer das Overlay, wenn es irgendwas macht, was wir nicht verstehen oder wenn es was macht, was uns überrascht. Hier ist nochmal das zusammengefasst, was ich vorher schon erwähnt habe. Das sind mehr oder weniger die Themen, die das Helabar, die das Overlay bringen sollte, also einen asymmetrischen, optionsähnlichen Ertrag beziehungsweise Risikoprofil bei geringeren Kosten als eine Option. Ganz besonders wichtig war für uns, wie und welche Signale dort eingehen, um eine Sicherungsentscheidung herbeizuführen. Bei dem Overlay, welches wir im Einsatz haben von der Helabar, gibt es da zwei große Bausteine. Das einmal sind die Fundamentaldaten. Die werden nur monatlich aktualisiert, weil sich da unter dem Tage nicht so wahnsinnig viel Veränderungen ergeben. Und da finden sich 8 Modelle im Einsatz, die diverse Zinsdifferenzen, Positionierungen von Futures sowie vor- oder nachlaufende Indikatoren zusammen mit Volatilitäten auswerten. Und dann werden täglich die Marktstimmung angeschaut. Das sieht man auf der rechten Seite. Da werden die Aspekte Momentum, Carry und Antizyklik mit 20, 20 und 10% gewichtet. Ganz wichtig ist uns auch, dass es ein regelmäßiges Backtesten der Daten gibt. Speziell im Fundamentaldatenbereich kommt es ab und zu auch schon dazu, dass eine der Modelle ausgetauscht werden. Und da pflegt die Helabar auch einen aktiven und proaktiven Dialog mit uns. Sie uns dann erklärt, warum sie das getan hat und was jetzt das alte Modell für nicht tauglich in der aktuellen Marktphase macht. Jetzt ist es ja alles keine, wie soll ich sagen, kein Hexenwerk. Wenn man sich mit FX auseinandersetzt, dann kennt man diese ganzen Ansätze. Man kann auch Momentum sich angucken und berechnen. Dasselbe gilt für Antizyklik Carry. Gibt es ganz genügend Indikatoren dafür. Für uns war aber auch wichtig, dass wir das nicht täglich leisten können, weil wir einfach nicht die Ressourcen haben, täglich diese Modelle und diese die Kennzahlen für die Währungen, die für uns wichtig sind, zu analysieren, nachzuhalten und auf einen Punkt zu bringen. Und der Punkt heißt dann Sicherungsquote. Und dafür haben wir schlichtweg nicht die Ressourcen. Wir sind eine Treasury-Abteilung von den Industrieunternehmen und keine Bank oder Finanzdienstleister. Aber diesen Service, praktisch diese Kennzahlen oder diese Bausteine, die Signale auf eine Kennzahl, nämlich eine Hedgequote zusammenzubauen, übernimmt letztendlich das Overlay. Und daraus entwickelt sich dann letztendlich die Handelsempfehlung über die Hedgequote, die dann auch umgesetzt wird in ein Devisentermingeschäft. Das geht technisch, was heißt technisch? Das geht so, dass im Prinzip die einzelnen Modelle Werte zwischen minus 1 und 1 zurückliefern. Die werden dann gewichtet und am Ende gibt es ein Signal, dieses hier in der Mitte sich befindliche FX-Signal. Und das wird über eine Funktion in eine Sicherungsquote umgerechnet. Das hört sich jetzt unglaublich mathematisch an. Ich glaube, es ist auch eine Hyperbolis-Tangens dahinter. Aber das ist eigentlich überhaupt nicht wichtig, weil das kann man auch wunderschön hier drüben sehen. Was ist wichtig ist und was relevant ist bei dem Overlay der Helabar gibt es zwei verschiedene Varianten, eine konservative und eine chancenorientierte. Diese grau oder hellblau hinterlegte hinten ist die konservative, die heißt, es ist fast immer Vollsicherung, solange wie die Währung ungünstig ist. Und sobald wie sich ein Fenster ergibt, geht es mehr linear in die
Nichtsicherung über. Und die Nichtsicherung, also eine Sicherungsquote von Null, wird es nur dann geben, wenn alle Signale auf die Stärke der Währung gehen würden. Also wenn alle Signale auf starken Dollar sind, wäre das Modell ungesichert. Dagegen gibt es das Chancenorientierte. Das hat mehr oder weniger so eine fast 0-1-Funktion. Also da geht schon bei leichtesten Anzeichen einer positiven Entwicklung im US-Dollar, für uns in dem Fall Dollar Long, der Dollar geht stärker, würde sich die Sicherungsquote sehr schnell reduzieren und sehr schnell unter 20% gehen und dann auch mit einer sehr geringen Sicherungsquote in die Zukunft gehen. Wir haben für uns im Jahr 2019 die chancenorientierte Variante gewählt und ich glaube, die letzte Folie zeigt auch nochmal das Ergebnis desselben. Und Herr Bohn, da kam eine Frage aus dem Publikum, die vielleicht jetzt ganz gut passt. Gerne. Haben Sie für das Modell auch so eine Art Benchmark in Form eines Plankurses? Und wenn also ja, wie weit entfernt sich das Modell davon? Das mit dem Plankurs und der Benchmark würde ich ganz gerne ans Ende stellen, weil dort sieht man, wie das Jahr 2019 sich entwickelt hat. Also Benchmark ist bei der Auswahl eines Overlays wichtig, aber vor allen Dingen in der Funktion dessen, was die Benchmark leistet. Also wir haben in dieser Systematik intern uns keine Benchmark gesetzt, also kein Plankurs oder andere Dinge, sondern für uns war wichtig, dass wir mit der Generierung von Sicherungsentscheidungen an positiven Marktsituationen partizipieren können und bei negativen gesichert sind. Wir haben auch keinen, weiß gar nicht, wie das technisch heißt, es gibt da so eine Art Stop-Loss, wo man sich so ein Risikobudget definieren kann und wenn das aufgebraucht ist, geht das Overlay in die Vollsicherung. Das haben wir auch nicht gemacht, weil das können Sie ja jederzeit auch selber machen. Ich meine, Sie geben ja im Prinzip zwar die Sicherungsentscheidung oder die ein bisschen aus der Hand, aber wenn Sie jetzt der Meinung sind, keine Ahnung, ich habe jetzt, was weiß ich, 20 Millionen, 30 Millionen Dollar dem Overlay designiert und Sie sagen aber, das ist mir jetzt gar nichts, das Overlay sichert einfach nicht, aber ich will gesichert sein, dann können Sie ja selber sichern. Sie können ja selber ein Termingeschäft abschließen und dann Ihr Overlay-Mandat wieder kündigen. Also wir haben, das haben wir nicht gemacht. Zum Thema Benchmark aber vielleicht noch, das ist ein guter Punkt. An dem Punkt vielleicht auch noch zu erwähnen, dass das Overlay der Helaba orientiert sich aber auch nicht an dem Benchmark. Das war uns auch wichtig. Wir wollten keine Benchmark vorgeben und sagen, was weiß ich, im Jahr 2019, Benchmark ist 1,15. Sobald wir bei einer 1,12 wären oder sowas, könnte ja dann das Overlay in die Idee verfallen, eine 100% Sicherungsquote zu fahren, obwohl eigentlich alle Signale dafür stehen, dass der Dollar weiter stark geht. Und aber nur um den Ertrag sozusagen zu sichern, weil in der Regel wird ein Overlay ja auch performanceabhängig entlohnt, könnte so ein Overlay reagieren und sagen, okay, ich bin jetzt 2, 3 Big Figures von der Benchmark entfernt. Ich locke mir jetzt mal den Gewinn ein und fahre dann bis am Ende des Jahres so weiter. Das wollten wir nicht. Das Helaba-Modell, so wie wir es verstanden haben, funktioniert unabhängig davon. Auch wenn wir, was weiß ich, meilenweit von der Benchmark entfernt sind und 10 Big Figures unter der Benchmark liegen und die Modelle immer noch einen starken Dollar propagieren würden, würde das System trotzdem nicht in die Sicherung gehen, weil es halt einfach nicht der Systematik entspricht, obwohl wir schon weit weg wären von dem performance-relevanten Benchmark-Kurs. Könnte ich noch eine Frage stellen von einer Zuhörerin? Ja, gerne. Ob das auch die verbleibende Laufzeit bis Ende der Hedge-Periode einbezieht, also ob es laufzeitabhängig ist und ob man es aktiv managen kann, also den Hedge auch abbauen. Aber das haben Sie, glaube ich, schon beantwortet, dass Sie das natürlich jederzeit machen können. Also das müsste ich dann eher an den Herrn Sedelmeier weitergeben, weil so wie ich das verstanden habe, geben Sie eigentlich einen Betrag X für eine Laufzeit Y als Overlay-Mandat an eine Bank, aber es ist ja letztendlich immer noch Ihnen freigestellt, dass Sie es selber, ich sag mal, overrulen, indem Sie selber Geschäfte oder Gegengeschäfte abschließen und damit die Geschäfte des Overlays wieder neutralisieren oder anders aufmachen. Aber primär sind Sie erstmal mit einer gewissen Laufzeit und mit einem gewissen Volumen gebunden. Herr Sedelmeier, können gerne antworten, wenn Sie.
Genau, also es ist vollkommen richtig, was der Herr Bohn an der Stelle eben auch sagt. Also womit wir tätig werden, haben wir natürlich ein gewisses Mindestvolumen in der jeweiligen Währung. Und wir gehen jetzt erstmal mit einem Ansatz ran von einer Mindestlaufzeit von 12 Monaten. Das wäre also eine Mandatszeit, die wir, sag mal, für die Zusammenarbeit zugrunde legen. Und vielleicht noch auf den vorhergehenden Punkt kurz eingegangen, den ein Teilnehmer gefragt hatte, ist es genau so, auch wie der Herr Bohn ausgeführt hat, von Wacker zwar nicht wahrgenommen, aber natürlich auch ein zentrales Thema in der bilateralen Beziehung ist eine Verlustschwelle, die eben bei unserem Currency Overlay Programm berücksichtigt. Da kam noch eine Frage dazu, wenn Sie noch stellen dürfte. Und zwar, Sie sind ja sozusagen Volldienstleister. Sie geben nicht nur die Signale vor, sondern machen auch die Sicherung selbst, war die Frage. Oder könnte man da auch noch mehrere andere Banken mit einbauen, sozusagen? In dem Fall ist es so, dass wir den Handel im Currency Overlay von uns selbst übernehmen. Also die Anfrage läuft natürlich, sagen wir mal, über das zu großen Teilen im Corporate Treasury gängige System 360T, ist im System einsetzbar. Dort handeln wir auch, aber das wird dann von uns durchgeführt. Insofern, meines Erachtens, ist es auch nicht notwendig, dass mehrere Banken daran beteiligt sind. Aber das kann man dann im Bilateralen dann noch mal geben. Vielen Dank. Herr Bohlen, würde ich Sie bitten. Wir hatten jetzt an der Stelle noch einen TED vorgesehen, damit ich wieder Luft holen kann. Wenn Sie wollen, können wir ihn aber ans Ende schieben. Da bin ich leidenschaftslos. Nehme ich direkt auf, dann haben Sie einen besseren Lauf, also einen längeren Lauf danach. Und zwar wollten wir Sie jetzt fragen, liebe Teilnehmer, Teilnehmerinnen, ob Sie denn schon ein Currency Overlay verwenden. Also deshalb die Frage jetzt hier: Gibt es bei Ihnen das schon, ein FX Overlay Management in Ihrem Hause? Und Sie können natürlich auch hier gerne wieder parallel Fragen direkt an die Referenten stellen über die Fragefunktion. Das funktioniert ja doch ganz hervorragend. Ja. Kommen noch Stimmen herein. Aber das Ergebnis festigt sich. So, jetzt zeige ich Ihnen das Ergebnis, wenn Sie vielleicht überrascht sind oder nicht überrascht. So, also eine eindeutige Mehrheit hat noch keine Erfahrung mit dem Currency Overlay Management und ist bestimmt auch aus diesem Grunde in unserem Roundtable. Das ist doch sehr interessant, auch gerade für Sie, Herr Sedlmayr. Da gibt es noch Da dran, Potenzial. ja. Ja, Herr Bohn, dann gerne wieder Sie. Wir haben jetzt dann im Jahr 2018 für uns die Entscheidung getroffen, wir würden gerne ein Overlay einsetzen, haben uns die verschiedenen Anbieter angeschaut und parallel haben wir uns überlegt, was können wir denn oder welches Volumen oder welches Exposure wollen wir denn überhaupt durch einen externen Overlay-Anbieter managen lassen? Ich hatte Ihnen vorhin erwähnt, wir haben eine strategische Devisenkurssicherung. Da geht es uns um die Reduzierung der Volatilität in unserem Währungsergebnis. Das ist dem Hedge Accounting unterlegt und da verfolgen wir eine Buy-and-Hold-Strategie, die sich im Prinzip aus so einem rollierenden vorne fällt ein Monat weg, hinten kommt ein neuer dran, entwickelt. In dem Bereich war es für uns. Entschuldigung. In dem Bereich war es für uns nicht zielführend, ein Overlay einzusetzen durch das Auf- und Zumachen beziehungsweise erklärungsbedürftige Verhalten hätten wir keine Freude, das mit unseren Prüfern zu erklären. Ich glaube, man kann Dinge finden, dass es auch Hedge-Accounting-fähig ist und wird.
Es ist immer unternehmensspezifisch und individuell und immer mit jedem Prüfer zu bereden. Aber unser Fokus war auf der sogenannten operativen Sicherung. Da ist das Währungsergebnis sowieso sofort in der G&V und wir haben keine Restriktionen, was das Accounting betrifft. Ich habe ihn hier mal aufgemalt. Das ist orange, so ein Beispielbild, wie unser Währungsexposure sich im US-Dollar entwickelt. Haben uns dann im Prinzip angeschaut, hier die gestrichelte Linie ist das Durchschnittsexposure. Das kann man nicht nehmen, weil dann kommt man hier eventuell in dem Punkt, dass man Geschäfte sichert, die nicht da sind. Dann haben wir die Linie weiter runtergezogen und haben mal geguckt, so, was ist so das Minimum. Das hier war ein Ausreißer. Und dann haben wir uns dafür entschlossen, dieses Blaue hier unten, also einen sehr überschaubaren Anteil unseres operativen US-Dollar-Exposures an den Overlay-Manager zu geben. Das würde ich jetzt mal mit Blick auf die Uhr skippen. Vielleicht kommen wir da noch dazu, was haben wir uns angeschaut, um das Overlay einzuführen. Und das ist noch eine Sache, die mir auch immer ganz wichtig war. Auch wenn wir ein Overlay-Mandat haben, sollte es doch in unsere Treasury-Systemlandschaft passen. Da habe ich diese Folie mitgebracht, um Ihnen mal zu zeigen, wie das bei uns aufgesetzt ist. Also wenn das Overlay etwas tut, sprich ein neues Geschäft abschließt oder eine bestehende Position reduziert, erhalten wir eine E-Mail, in der sich eine Datei befindet, die ein Format hat, analog der Schnittstelle vom 360T, welche wir dann sofort in unser Treasury Management System importieren können. Wir nutzen das ITS von der Firma Ecofinance bzw. jetzt Ion. Das funktioniert wunderbar. Das alles andere, was danach kommt, das ganze Thema mit, weiß nicht, Dealfolge im Sinne von Matching mit Finastra, Mark-to-Market-Bewertung zum Monatsende, E-Mail-Reporting, unser sonstige Dinge, unterscheidet sich für diese Geschäfte in keinster Art und Weise von unseren Standardsicherungsgeschäften. Das, was ich dann habe, ist einfach nur ein Geschäft mit der Hela-Bar, wo ich Dollar verkauft oder gekauft habe, welches nicht sozusagen von uns selber über 360T initiiert wurde, sondern die Initiierung oder der Auslöser war das Overlay mit dem Signal. Und das habe ich an einem Merkmal im Geschäft schon noch gefleckt, damit ich es auseinanderhalten kann. Aber wenn es einmal abgeschlossen ist, entscheidet sich das in der Behandlung überhaupt nicht zu unseren normalen Standardsicherungsgeschäften. Vielleicht noch zu erwähnen, es gibt auch so ein monatliches Reporting von der Helaba. Das ist hier unten mal beispielhaft angebracht. Wir bräuchten es nicht, aber ich glaube, das ist auch ein Punkt, dass die Helaba uns dann immer darauf hinweisen möchte, dass die Fee quartalsweise bezahlt wird. Und wenn die Performance gut ist, schreibt die Helaba dann auch immer schon rein, was denn wäre, wenn jetzt das Jahr zu Ende wäre, was wir denn an Performance-Fee zu leisten hätten. Ich glaube, das ist der einzige Grund, warum es dieses monatliche Reporting gibt, weil nochmal, es sind Standard-Termingeschäfte. Wir können jederzeit den Marktwert selber ermitteln. Dazu braucht es die Hela aber eigentlich nicht, aber es liest sich halt auch schön. Vielleicht nochmal der Punkt als allerletztes. Wir haben jetzt das Jahr 2019 mal vorbei. Die Frage, hat es sich gelohnt? Ich würde jetzt nicht alles eingehen wollen, nehmen wir vielleicht nur hier unten die Sicherungsquote im Zeitverlauf. Wir haben das Jahr 2019 mit einer 1,14 im Euro-Dollar gestartet. Wir sind US-Dollar-Long, das heißt, ein starker Dollar ist gut für uns. Und den Gefallen hat uns der Dollar im Prinzip das ganze Jahr gezeigt, bis irgendwann dann mal Mitte November sich das Ganze wieder ein bisschen gedreht hat. Und das, was hier grau oder so weiß ich, blau hinterlegt ist, diese Balken hinten, das ist die Sicherungsquote. Das heißt, das Overlay ist das gesamte Jahr 2019 mit einer Sicherungsquote nahe Null. Also hier sind mal so 3, 4, 5% Sicherungsquote gewesen. Und zum Jahresende ist es dann in die Vollsicherung gegangen und hat dann sozusagen die letzten Monate auch noch mit einer Vollsicherung begleitet. Wenn man sich nur das anguckt, kann man sagen, ja, hat sich gelohnt. Hat sich sicherlich auch für die Hela-Bar gelohnt. 2020 ist ein deutlich anspruchsvolleres Jahr. Da würde ich mit dem Fazit mal noch warten. Da haben wir auch noch vielleicht einen spannenden Monat vor uns. Und dann kann ich auch sagen, ob sich das, was wir in 2019 gesehen haben von der positiven Entwicklung, auch in 2020 so gezeigt hat oder ob man da ein differenzierteres Bild zeigen muss. Da kann ich jetzt noch kein wirklich abschließendes Fazit zu geben. Dann wäre ich auch soweit schon durch, würde jetzt mit dem vielen Dank zum letzten TED an den Herrn Tschotscher wieder zurückgeben. Ja, wir haben zu danken, Herr Bohn, für diesen Einblick in die Anwendung des Overlay-Managements. Der letzte TED, der passt auch zu einer Frage aus dem Publikum. Wie viele Unternehmen und Kunden nutzen Currency Overlay? Wir haben es jetzt gesehen in unserer kleinen Runde.
Es sind noch sehr wenige, aber es gibt eben Anwender, die jetzt auch hier als Teilnehmer in dem Workshop dabei sind. Aber es kann ja doch sein, dass wir mit dem Gedanken spielen, sowas einzusetzen. Deshalb die abschließende TED-Frage. Planen Sie den Einsatz oder können Sie sich den Einsatz vorstellen eines Currency Overlay Managements? Der TED ist freigeschaltet für Sie. Nur Volatilität im Moment in den Antworten. Sind gespannt. Wenn jemand antworten möchte, kann das jetzt noch tun. Ansonsten zeige ich jetzt das Ergebnis. Es gibt immerhin jede vierte unserer Zuschauer plant den Einsatz eines Currency Overlay Managements. Ja, ich denke, Herr Sedelmeier, das sind ganz gute Nachrichten erstmal, für Sie vielleicht auch. Und deshalb direkt an Sie auch auf die Frage des Publikums hin, wie viele Unternehmen nutzen denn überhaupt Currency Overlay? Gibt es bestimmte Branchen, die da besonders favorisiert sind? Also man kann da keinerlei Brancheneinteilungen sehen. Wenn man jetzt von den rein absoluten Zahlen mal ausgeht, so kann man sagen, dass wir doch seit 2015 sehr erfolgreich das Currency Overlay durchführen, hier über 3 Milliarden under Management haben. Bei Corporates an sich ist es circa 1 Milliarde mit einer doch zweistelligen Zahl auch sehr renommierten Firmenkunden, die sich uns hier eben auch entsprechend anvertrauen. Und man kann einfach auch hier sehen, dass sich meines Erachtens der Trend, den wir doch seit einigen Jahren jetzt im Firmenkundengeschäft sehen, das heißt also, dass strukturierte Prozesse immer mehr und mehr sagen wir mal, Einzug halten, auch hier die Nachfrage durchaus auch steigt, gepaart natürlich mit den gängigen Schlagworten wie Automatisierung und Digitalisierung. Insofern führen wir doch eine Handvoll von sehr ernstzunehmenden Gesprächen. Das heißt, das Currency Management sorgt auch für Ressourcenschonung im Treasury. Sie haben es ja schon genau, das ist sicher, genau, das ist sicherlich, sagen wir mal, das klassische Argument, das wir auch schon vom Herrn Bohn zwar im Zusammenhang mit der Berechnung gehört haben, aber das ist sicherlich ein Punkt, um hier, sagen wir mal, diesem Schlagwort der Automatisierung, vor allem Digitalisierung eben auch zu folgen als ein Vorteil. Nichtsdestotrotz, sagen wir mal, von unserer Seite her, liegt doch natürlich der Vorteil sehr, sehr stark eben im Kostenvorteil als Beweggrund im Rahmen des Währungsmanagements. Welchen Kosten da prozentual oder hinter der Null rechnen? Ja, es ist ja genau so, wie wir auch schon gehört haben, was waren die Beweggründe, dass man eben nach diesem klassischen asymmetrischen Chance-Risikoprofil eben auch strebt, dass man normalerweise nur mit einer Option eben auch einsetzen kann. Und das wird eben hier durch unser Programm sehr, sehr gut eben auch nachgebildet und liefert eben dann bei weitem geringere Kosten für den Einsatz des Instruments, als er jetzt über eine FX-Option eben abzubilden wäre. Die Helaba mit dem Thema Overlay Management, woher haben Sie das Know-how? Kommt das jetzt hier aus Ihrer Währungsabteilung oder was sind so die Ursprünge in Ihrem Hause? Wir arbeiten, sagen wir mal, hier als Helaba Corporate Sales mit den Kollegen von der Helaba Invest eben zusammen. Das heißt also, das ist die Asset Management Tochter im Helaba Konzern, die eben seit vielen Jahren im Rahmen der verschiedenen Mandate das Overlay eben auch einsetzt. Und wir sehen hier durch die Gespräche, die auf der institutionellen Seite eben auch geführt wurden, aber die wir vor allem eben auch mit unseren Firmenkunden geführt haben, dass gerade dieser Punkt Black Box, der ja, sagen wir mal, immer und immer wieder auch auftritt bei diesem Thema Currency Overlay von unserer Seite her, und so war auch das Feedback beispielsweise auch von Herrn Bohn, sagen wir mal, unsere Bemühungen sehr, sehr stark hingehen, dass wir dieses Argument eben auch aufbrechen. Das ist uns eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass es eben nicht diese Black Box ist, nicht diese rein vielen mathematischen Berechnungen und statistischen Modelle,
die wir eben sicherlich hier auch einsetzen, aber dass auch durchaus nachvollzogen werden kann, wie kommt es denn zur Hedgequote, und das, glaube ich, gelingt uns sehr, sehr gut. Ja, da würde ich sehr gerne nochmal. Wir hatten ja im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass dieser modellbasierte Ansatz, sagen wir, vielleicht hilft, von diesem eher Bauchansatz oder Bauchgefühl auszugehen, den Trends einfach zu folgen, wie man jetzt aus der Presse hört, vielleicht auch aus Übersee von Ihren Unternehmen. Gab es denn schon Punkte, wo sagen wir, das Bauchgefühl dem Modell widersprach, was das oberste Management geliefert hat? Gab es durchaus. Also ich schaue da jetzt, sagen wir mal, auch wenn in virtueller Richtung von Herrn Bohn, als wir, sagen wir mal, gerade ja, im März, April, jetzt sagen wir mal, fernab von der Corona-Situation, aber auch mit der Unsicherheit der US-Wahlen doch eine entsprechende Entwicklung im Euro-US-Dollar gesehen haben. Und wir da, wie ich glaube, auch die Meinung unseres Hauses im Modell, die Dollarentwicklung sehr, sehr gut antizipiert haben, wo wir uns, da gebe ich auch zu, wir haben einen engen Austausch, auch in dem Fall mit Herrn Bohn, uns auch ganz fest in die Augen geschaut haben und überlegt haben, okay, wieso kommen jetzt die Zahlen am Ende des Tages raus, die dann nachvollziehbar waren. Aber das ist genau der Punkt. Vielleicht, Herr Bohn, von Ihrer Seite nochmal die Anmerkung dazu, wie Sie die Situation gesehen haben, die sich ja dann auch bewahrheitet hat. Und insofern kann ich gerne. Also ob sich immer bewahrheitet, das habe ich jetzt nicht so genau im Kopf. Aber der Punkt ist, der Vorteil ist ja, Sie haben unglaublich viel Informationen dann. Und je mehr Informationen es gibt, desto eher müssen Sie auch die eigene Meinung hinterfragen. Natürlich ist es so, jeder hat... schaut auf dem Reuters-Screen, Bloomberg, was auch immer, und bildet sich eine Meinung zur Währung. Und dann sehen Sie einen Anstieg im Euro und denken sich, es müsste das Oberlay aber mal handeln, und es tut es nicht, und es tut es dann zwei, drei Tage nicht. Und dann fragen Sie sich manchmal schon, warum. Aber das Bauchgefühl ist ja genau das, was man eigentlich eher ausschalten möchte. Man möchte ja eine nachvollziehbare und auch wirklich auf breitester Informationsbasis zustande kommende Entscheidung treffen. Für die Entscheidung bin immer noch ich verantwortlich. Aber wenn ich alle möglichen Informationen, die ich habe, nutzen kann, dann darf ich ja auf mein Bauchgefühl nicht mehr vertrauen. Also das, also es gibt sicherlich ganz viele Dinge, wo das Bauchgefühl sagt, also das muss man eigentlich anders machen. Und letztendlich wird dann immer am Ende des Jahres abgerechnet und dann können wir Fazit ziehen. Das Bauchgefühl war sicherlich in 2019 manchmal ein anderes, als das Overlay gezeigt hat. Und da hat das Overlay sicherlich das Bauchgefühl deutlich geschlagen. Mal schauen, wie es 2020 wird. Erinnert mich an die ersten Schachcomputer sozusagen. Wobei ich dazu vielleicht anmerken darf, auch aus persönlicher Sicht, dass es auch in 2020, glaube ich, ganz gut ausschaut. Gut, das sehen wir nichts mehr. Das schauen wir dann nochmal gemeinsam an. Es kam zum Abschluss, wir sind jetzt schon bei 16 Uhr, noch eine Frage aus dem Publikum, die sich, glaube ich, vor allem an Sie richtet, Herr Sedlmayr. Da war die Frage, wie sich die Mandate verteilen, also zwischen Unternehmen und Asset Managern. Ist es schon ein großes Geschäft mit Unternehmen? Es ist natürlich klar, dass, sagen wir mal, wo auch die Entstehung liegt, der Schwerpunkt der Mandate ganz klar im Asset Management liegt. Okay. Ich wollte noch mich jetzt hier, bevor ich mich bedanke bei Ihnen für den interessanten Vortrag, mal darauf hinweisen, also wenn noch weitere Fragen an Sie sind, auch Herr Sedlmayr und Ihre Kollegen, kommen Sie am Stand vorbei, liebe Teilnehmer. Dort kann man über das WonderMe, die WonderMe-Funktion, direkt mit Ihnen Kontakt aufnehmen, einfach eine Chat-Nachricht. Sie bekommen dann den Link zugeschickt. Ich kann den hier jetzt leider gerade nicht einstellen, aber es geht ganz einfach. Und ja, dann bleibt mir erstmal der Dank an die Teilnehmer, dass sie dabei geblieben sind, Interesse gezeigt haben und auch bei den Chat-Abstimmungen mitgemacht haben. Vielen Dank, Herr Bohn, für den intimen Einblick in Ihr Währungsmanagement, und Herr Sedlmayr für Ihre Expertise. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und ja, noch eine schöne Zeit auf der Structured Finance Digital Week. Im Anschluss vielen kommen herzlichen noch Dank. Fragen. Ja. Füllen Sie noch aus, und wir freuen uns, Sie wiederzusehen. Tschüss. Vielen Dank. Besten Dank.